Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Wir haben Tatsache unseren ersten großen Schiffbruch überlebt, sind in diese kleine Stadt gekommen. Das ist immer ein Großmark. Genau, heißt Großmark. Es gibt nämlich auch Kleinmark dort gegenüber. Und arbeiten aktuell für den Bürgermeister, der hat uns ein Schiff quasi zur Verfügung gestellt, was wir abbezahlen. Das ist erstmal unser erstes Ziel. Mhm. Und wir merken so langsam, und wir werden immer gewarnt von mysteriösem Nebel und man darf nicht nachts fischen. Jetzt sollen wir nachts aber fischen. Und dann werden wir bestimmt sehen, was eigentlich passiert, wenn wir ja des Nachts unterwegs sind. Und Josh puzzelt überhaupt nicht. Außerdem haben wir noch eine Mission gerade am Laufen. Ich gucke noch mal ganz kurz, was das war. Wir brauchen zweimal Fallkammer und einmal schwarzer Zackenbarsch. Okay. Ah, ja. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, war eben das mit dem Pfeilkalmar so, dass man den nur des Nachts angeln konnte, hieß es, glaube ich. So, ich werde mein Versprechen erfüllen. Fischfakten mit Jenny? Ja, diesmal gibt es Kalmare und Oktopus. Da fängt es nämlich schon an. Was ist der korrekte Plural? Oktopussis. Keine Ahnung. Also, Tiere unter Wasser mit vielem Arm heißen Kraken, oder? Ach nein, die heißen Oktopus. Aber im Restaurant gibt es Kalmar zu essen. Und dann waren da ja noch Sepien, deren Überreste man manchmal am Strand findet. Meine Güte, ist das alles kompliziert. Eines vorweg. All die verwirrenden Tiere sind Tintenfische. Das ist deine Frage gewesen. Ich habe gerade übrigens ein paar Sekunden gebraucht, in denen ich dachte, boah, das formuliert sie jetzt aber frei und gut. Ja. War kurz voller Respekt vor dir. Vielen Dank. Mhm. Ja, und dann halt nicht mehr. Also, alle dieser Tiere sind Tintenfische. So ist einfach die große übergeordnete Zielgruppe, um das Josh zu beantworten. Nein! Das gelbe Ding ist trotzdem recht. Kommt es auch vor, dass jede der verschiedenen Tierarten dieser Gruppe in der Alltagssprache auch als Tintenfisch bezeichnet wird. Da wir aber jetzt biologisch korrekt sein wollen, bringe ich euch jetzt ein paar Fakten bei. Mit was fangen wir an? Mit den Sepien. Innerhalb der Sepien gibt es eine Art, die tatsächlich der gewöhnliche Tintenfisch, Sepia officinalis heißt. Die Tiere leben in Bodennähe und ernähren sich von Fischen und Krebsen. Wenn sich gewöhnliche Tintenfische erschrecken, unter Stress stehen oder einen Partner beeindrucken wollen, ändern sie die Farbe. Ihren Antrieb erhalten diese und andere Sepien von einem Flossensaum, der rund um den Körper läuft. So, Kalmare. Okay, Jenny zieht voll durch. Ich merke schon, oh shit, ich ist glaube, okay, ich muss hier heute übernachten in Kleinmark. Okay. Aber das wird, glaube ich, echt knapp, jetzt da noch rüber zu segeln. Kalmare sind auf jeden Fall, es gibt auch diese Riesenkalmare, die immer gegen Pottwale kämpfen, oder? Mal das sind Kalmare. Oh, hattest du als Kind auch das Was ist was Buch Wale? Oh, und da gab es so ein Bild, das habe ich jetzt nicht so eingebrannt, von so einem Riesenkalmar. Der so vorne an dem... Das ist einfach, ist es nicht so, ist es das... Nee, ist nicht das Cover, ne? Oder ist es Wale oder ist es Tiefsee? Aber es ist nicht Wale und Delfine, weil das ist ein anderes. Nee, dann ist es die Tiefsee oder sowas gewesen, wo die vorkommen. Ich habe mich gerade in meinem Zimmer stand und habe mich geärgert, dass ich das nicht hier habe, weil ich hätte viel lieber Fakten aus dem Was ist was vorgelesen mit den Bildern. Das wäre witziger gewesen, aber es ist bei meinen Eltern. Ich habe auch gestern, komme gleich auf Kalmare zurück, gestern war ich beim Cello-Unterricht und vor den Unterrichtsräumen liegt ja auch so ein bisschen Spielzeug für Kinder, die da irgendwie warten oder auch so ein paar Bücher. Und da war auch so ein Was-ist-was-Buch unter so einem Stab und ich war kurz schon so versucht, da mal reinzugreifen. Ja, das ist geil. So, jetzt haben wir natürlich wieder einen neuen Tag, aber nicht mehr so viel Platz im Inventar. Das heißt, jetzt muss natürlich wirklich gepuzzelt werden. Ich mache jetzt hier mal, ich baue hier eine schöne Route. Ich lese mal weiter vor, ne? Ja. Währenddessen. Also, Kalmare. Im Gegensatz zu den Sepien leben die Kalmare im freien Wasser. Von ihren 10 Fangarmen sind 2 besonders lang. Das habe ich letzte Folge richtig erzählt. Und dienen dem Beutefang. Mit den Paddeln, in Anführungszeichen, am Ende der verlängerten Arme kann sich der Kalmarfische greifen und zum Mund ziehen. Er liegt nämlich genau in der Mitte der vielen Fangarme. Saugnäpfe haben die Arme alle. Okay. Die Beuteaufnahme. Das aber ist eine groteske Makrele. So wie zum Thema Tiefsee. Vergammelte Schuppen der vorstehenden Augen. Was für ein Anblick. Fast 20 cm. Frisch. Die Frage jetzt. Wenn da steht, die ist vergammelt.
Nehmen und zurück oder zurückwerfen? Naja, ich würde schon gucken, was... Ja, cool, lass mal gucken, ob man den verkaufen kann. Kann ja auch sein, dass dann unser ganzer Fang infiziert wird. Das wäre auch eine interessante Mechanik, ja. Das weiß ich nicht, aber... Sich hier nicht das... Ja. Okay, die Riesenkalmare der Tiefsee sind mehr als 10 Meter lang und bevorzugte Beute für den Pottwal. Das hatten wir gerade. Wenn ihr irgendwo eine Zeichnung seht, auf dem ein Pottwal mit einem Riesentintenfisch kämpft, dann seid euch sicher, das ist ein Kalmar. Richtige Fotos von einem Kampf gibt es allerdings nicht, weil Pottwale so tief unten fressen, dass es schwierig ist, ihnen überhaupt zu folgen. Das weiß ich. Oh, stimmt, das finde ich auch mal spannend. Ne? Es gibt bei Pottwalen, bevor ich weiter zu Kraken und Oktopus komme. Das können wir auch später noch machen. Genau, das machen wir. Das ganze Buch vorlesen. Nee, will ich auch nicht. Es ist kein Buch, sondern eine App. Aber... Ich habe mal eine richtig spannende Doku gesehen über den Pottwal, die Mysterien der Tiefsee, hieß die Doku. Gute Idee. Da kam auch vor, dass die Narben haben von diesen Saugnäpfen, von den Kämpfen. Und man findet, über den Pottwal weiß man nicht viel. Man weiß von Riesenkalmaren, weil die meisten Pottwalleichen eigentlich... Du meinst, man weiß von Riesenkalmaren nicht viel. Genau, nur, nee, man weiß von denen nur überhaupt viel. Weil du gesagt hast, man weiß über Pottwale nicht viel. Nee, man weiß über Pottwale so gut wie nichts. Okay. Weil sie, wenn sie sterben, nicht von ganz unten nach ganz oben aufsteigen, sondern ihre Leichen in der Regel einfach am Meeresboden verrotten. Die Paar, die oben angespült werden, sind dann sehr aufgebläht und meistens halt nicht mehr frisch. Und in denen hat man die ersten Riesenkalmare gefunden. Deswegen weiß man überhaupt, dass die existiert in den Magen. Ja, in deren Mägen. Das passiert aber auch sehr selten. Wie gesagt, die sterben nämlich ganz tief. Was? Verrottet, verdorben. Achso, weil ich einen Tag eingelegt habe. Jetzt die Frage, es liegt jetzt an der grotesken Makrele, weil die ist frisch. Und der Rest ist auch noch frisch. Aber weil das hier oben, das habe ich ja gestern und dann habe ich ja einen kleinen Mark. Da ja, dann wirst du zurück. Ne, vielleicht kriege ich da noch irgendwie... Für verrotteten Fisch? Na, mal gucken. Eine faule Marke. Aber... Letzter Funfact, Pottwale, die sie dann gefunden haben, weisen außer diesen Kampfnarben auch noch so Narben auf, die sind so groß, kreisrund. Man weiß nicht, was für ein Tier es ist. Man vermutet, es ist eine Art Fisch, die so einen runden Schnauze haben und ganz scharfe Zähne und die sich so annoppen und dann dem Opfer quasi so ein bisschen Haut ausdrehen. Weil Pottwale sind die einzigen großen Lebewesen, wo sie bisher solchen Namen gefunden haben. Man weiß es aber bis heute nicht. Ich habe geglaubt, das Spiel wäre gruselig. Okay. Du übergibst dem Fischhändler den grotesken Fisch. Er grinst, hält sich den Fisch dann direkt vors Gesicht und nimmt einen tiefen Atemzug. Das ist genau die Art von Kreatur, die mir den Tag versieht. Ich frage mich... Er lässt seine Finger über den Fisch gleiten, als wolle er etwas ertasten. Er drückt auf einer Seite hinein und etwas zeichnet sich unter den sich aufwölbenden Schuppen ab. Er schnallt den Fisch auf. Aus seinem Magen zieht er ein kleines Stückchen Stoff, das er auf dem Tresen vor sich ausbreitet. Es ist ein zart gemustertes Taschentuch. Du musst es nicht alles illustrieren. Aber ich hatte keine Lust. Also, sowas ist mir noch nie untergekommen. Ich überlasse dir dieses Ding. Und den Fisch bezahle ich dir natürlich auch. Das gucken wir uns natürlich gleich mal an, was wir da haben. Der ist nicht der erste entstellte Fisch, den ich hier sehe. Ich bin... Hallo? Sicher? Du findest bald noch mehr davon. Und ich würde dich gut dafür bezahlen. Ja, mal gucken, was jetzt... Ein einzig schönes Taschentuch, das man aus dem Inneren eines grotesken Fisches gezogen hat. Okay, ich verkaufe erstmal den Fisch. Mal sehen, was passiert, wenn man verrottet. Ach, guck mal, hier steht's ja. Kriege ich 3,56 noch für? Der ist auch verrottet. Habe ich einen Referenzfisch? Ja, 9. Also deutlich, ja, okay. Also merke, frischer Fisch ist Trumpf. Was mache ich denn jetzt damit? Ein Mann blickt dich durch das Fenster deiner Kajüte an. Sein Gesicht liegt im Schatten. Ich weiß, was du dem Fischhändler gebracht hast. Und damit wir uns richtig verstehen, ich weiß auch, was er dem Fisch aus dem Bauch gezogen hat. Ich muss mir das ansehen, aber nicht hier. Triff mich auf der Schwarzfelsinsel. Verlass dafür die Bucht und fahr dann Richtung Süden. Ich habe dir ein Angebot zu machen. Ich werde warten. Aber Schwarzfelsinsel klingt auch nach so einem Ort aus so einem Fünf-Freunde-Buch. Ja, ich würde gerade sagen, ich habe dir ein Angebot zu machen, das du nicht ausschlagen kannst. So, jetzt die Frage, Jane. Sieh, den haben wir. Die beschwerte Leine ist vielleicht noch nicht... Ist das, was wir dann brauchen, um da, wo die Bretter bisher immer sind, um da zu angeln? Glauben wir das? Weiß ich nicht.
warte mal, wir haben nämlich hier bisher, das ist der Skimmer, das ist quasi, was wir gekauft haben. Und wir haben eine einfache Angelroute, mit diesem dünnen und zerbrechlichen Ding kann man nur die kleinsten Fische fangen. In Küstennähe, was ist, aber wir brauchen eine Küstennähe. Naja, und das ist dann für Flachwasser quasi. Ja, genau. Wir können ja tauschen, die Dinger. Wir können ja nicht zwei Flachwasser-Dinger reinmachen. Gut, meinst du das später? Ist wahrscheinlich dann auch smart zu sagen, okay, heute gehen wir auf Flachwasser, heute gehen wir auf Ozean, sondern dass du dann quasi das anpasst, weil sonst hast du dein ganzes... Außerdem passt diese Angel eh nicht in den Slot. Stimmt, da gar kein Slot dafür. Das ist... Ah, nee, es würde links passen, aber weil es der gleiche ist. Dann würde ich aber trotzdem erstmal den Motor kaufen, wie besprochen, oder? Ja. Verbesserter Außenborder. Na dann. Geil, jetzt gucken wir, wie viel Karawam wir jetzt machen. Wir jetzt hier richtig, richtig Speed. Achso, einbauen. Ich vergesse immer, dass man den Kram einbauen muss. Ja, damit du eine Chance hast, festzustellen, das passt ja gar nicht. Ja. Kajüte. Guck mal, jetzt machen wir nämlich 39 Knoten. Werden sie schnell wieder Wind. Fanggeschwindigkeit von 90% Scheinwerfer. Ja. Also okay. Missionen. Wir müssen. Ich meine, das Sonderwünsche ist ja scheinbar nicht so story-relevant, aber das werden wir natürlich auch machen wollen, ne? Mhm. Und das scheint mir so ein bisschen die Story zu sein hier, ne? Das wäre jetzt zum. Mhm. Nach Süden, wie ist es? Schwarzfelsinsel. Wollen. Gucken wir mal gleich mal auf der Karte nach. Okay, Süden ist nicht so weit. Und der macht immer ein X, das ist nett. Yes, marks the spot. Küstennähe, eingefangen. Ah, er ist geil, dass er dir sagt, wie viele du gefangen hast. Alter Schwede, ey. Yes, Spiel. Was ist denn das da links? Ah, das hat vorne so ein. Sieht aus wie ein Vogel und nicht ein Fisch. Nee, aber vorne ist das Maul, ja. Alter. Das wird cool. Riesenkrabbe. Eieieiei. Ach, guck mal, genau, das haben wir letzte Woche. Ah, ja. Letzte Woche. Letzte Folge. Die letzte Folge, wir nehmen es halt auch ein Stück auf, seit erst ein paar Minuten her. Haben wir dieses Buch bekommen, das konnte man dann auswählen, ne? Und dann lesen wir das jetzt quasi on the fly. Das heißt, aber später muss man wahrscheinlich sich entscheiden, was man lesen will. Mhm. Dann gibt es irgendeinen Perk oder sowas wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay, dann. Oder man fischt dann wirklich nachhaltiger und man verliert weniger. Also der Bestand bleibt mehr das zurück. Kann gut sein. Dann machen wir heute mal früher Feierabend, würde ich sagen, ne? Lohnt sich jetzt nicht mehr. Ach, guck mal, man kann dann zwischendurch aufwachen. Ja, wahrscheinlich, weil es bestimmte Zeiten gibt, zu denen man dann raus will, ne? Mhm. Wahrscheinlich gerade diese Makrelensache, aber da habe ich noch ein bisschen Schiss vor. Jetzt fahren wir erstmal straight nach Süden. Oh ja, Es tuckert sich schon ganz gut. Sehr gut. So, ich hab das vielleicht letzte Fahrt auch schon gemerkt. Ich bin gerade so ein bisschen auf nachhaltig. Also, was mache ich denn jetzt da? Was passiert, wenn ich es nehme? Dann musst du es woanders platzieren halt. Achso, nehmen ist eigentlich nur nehmen. Ja. Hey, du sollst es doch für die Quest auf die andere Insel bringen, du Depp. Das ist manchmal echt. Ah. Buch gelesen, durchsuche die Kajüte nach Bonis. Okay. Machen wir gleich. Ja, die Dicke. Ich hoffe, wir können das dann da auch verkaufen. Kajüte nach Boni untersuchen. Chance von 10% den Fischbestand nicht zu, Jenny, nicht zu gefährden, wenn man einen Fisch mit der Angel fängt. Sehr gut, Jenny. Interessant ist, wenn sie so explizit sagen, mit der Angel fängt, gibt es vielleicht auch andere Angelmöglichkeiten. Wahrscheinlich muss man sich dann später dabei auch... Ich habe ein bisschen Angst... Dein Schiff kaputt zu machen? Das kann ich nicht. Dass man nicht abbezahlt ist. Schon 20 ist. Warte mal, das ist Süden hier. Nee. Ich fahre nach Norden, ich Idiot. Nee, da ist Norden. Da ist Süden. Nee, da ist Süden. Hä? Da. Ne, das ist doch die Insel hier, oder nicht? Ja! Gott. Gerade gelernt, wie ein Kompass funktioniert. Ja, schon. Kompass. Das ist das Geilste mit Leuten, oft wenn die durch die Stadt laufen und sich mit ihrem Handy immer im Kreis drehen. Und ich denke mir. Leute. Aber, um mich und Touristen in Japan zu beschützen, weil das habe ich unseren Freunden, die gerade da sind, erzählt, in Japan sind die Wanderkarten, die. In den Bergen oder in Wäldern trifft, nicht genordet. Bin ich am Anleger vorbeigefahren und der war... Flippies! War auf der anderen Seite die ganze Zeit. Es war natürlich Absicht, weil ich hier einmal natürlich rumfahren wollte. Und wir sollten aber auch echt gucken, dass wir noch zurückkommen, ne? Weil hier werden wir garantiert nichts verkaufen können. Vielleicht sollten wir deswegen auch nicht so viel angeln, weil das kostet ja auch Zeit. Ja. Okay, wir machen jetzt schnell die Story hier, um dann noch zurückzukommen rechtzeitig. Aber hier, das nehmen wir natürlich noch mit. Der Stein summt leise und lässt dich... Lässt die dich umgebende Luft vibrieren. Auf seiner Oberfläche flackern zarte Formen, die verschwinden, sobald du sie näher betrachten willst.
Was legen machen wir? Die Hand drauf. Okay. Der kalte Stein reagiert nicht auf deine Berührung. Okay. Wir haben immer noch Licht. Ich habe nicht erkannt, dass das hier der Anleger ist irgendwie, aber es ist jetzt bei näherer Betrachtung recht offensichtlich, ehrlicherweise. Ja. Sieht irgendwie nett aus. Ja. Eine Werkstatt? Wir gucken erstmal in das quasi nicht Story-Relevante rein. Die Werkstatt sieht aus, als wäre sie schon seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden. Abgeschreddert. Und dann ab ins Anwesen. Der Mann steht in der Tür und wartet auf dich. In einer Hand hält er ein altes Buch. Der Einband ist purpurfarben, die Bänder sind silbern. Ah. Du bist gekommen, gut. Ich will mich vorstellen. Ich bin Sammler. Ich sammle viele Dinge, Kunst, Artefakte, Schätze und Wahrheiten und Kurioses, das seltsame Begehrlichkeiten zu wecken mag. Und du hast da etwas, das mich interessiert. Du gibst das Taschentuch dem Sammler, er hält es ins flackernde Licht und betrachtet es genau. Dieses Muster ist unverwechselbar, selbst nach so langer Zeit noch. Dieses Taschentuch stammt von einem alten Schiff, nach dem ich gesucht habe. Es ist vor vielen Jahren gesunken. Es hatte bedeutende Dinge geladen, sie zu bergen wird eine echte Herausforderung sein, und hier kommst du ins Spiel. Mein Vorschlag lautet: Ich statte dein Schiff mit der nötigen Ausrüstung aus, um die Wracks und die dunklen Tiefen durchsuchen zu können. Die dunklen Tiefen. Ja, ich hab's schon. Ja. Stark. Finde diese verlorenen Relikte für mich und ich werde dich überreich belohnen. Überreich. Also großzügig quasi. Ja, aber was ist denn was? Nee, das ist. Du musst das Fischen dafür nicht aufgeben. Ich müsste mir dein Schiff nur für ein paar Stunden ausleihen, um alles Nötige einzubauen. Was meinst du? Das müssen wir wahrscheinlich machen. Also. Ja, was ein paar Stunden ist. Wir sind jetzt ein bisschen schneller, aber der Weg nach Hause sonst wird... Können wir hier schlafen an dem Dock? Nee, ne? Ich glaube, man kann überall schlafen, aber der Fisch ist halt dann verdorben, ja. Ne? Hervorragende Entscheidung. Ich bereite die Ausrüstung sofort vor. Okay, das schaffen wir vielleicht, ne? Das, ja. Wir suchen nach einem Ring, einer Halskette, einer Uhr, einer Musiktruhe und einem Schlüssel. Ich würde dir empfehlen, dich in den Städten umzuhören und nach Schiffswracks und ungewöhnlichen Vorkommnissen zu fragen. Du solltest jeder Spur nachgehen. Komm zurück, sobald du was hast. Okay, ich mache jetzt wirklich absolut geschwind. Warte mal gucken, woher das Team kommt. Ich werde zwischendurch versuchen, nicht allzu viel noch zu fischen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, guck mal, wie schnell wir jetzt sind. Weißt du, was eigentlich Dredge heißt? Bagger oder sowas, oder Baggern? Nee, das habe ich durch Zufall, ich habe das Spiel gegoogelt und da steht hier, ist ein aus dem Englisch stammender Begriff für Fahrrad. Ah, ich check's nicht. Was? Hä? Musst du immer weiter in die Mitte? Ich habe nicht geguckt, was du getan hast. Ich habe es auch nicht verstanden, aber ich habe einen abgetragenen Goldring. Ja, ich glaube, ich muss schon in die Mitte immer springen, aber ja. Ich habe es nicht 100% verstanden. Warte, wollten wir einen Ring? Ja, aber Ring war dabei, oder? Den Ring im... Achso, ja, aber es ist ein anderer Ring. Ja. Es ist ein für über den Boden von Gewässern gezogenes Schleppnetz für Probenentnahme. Wird auch Schleppnetz /Stretch genannt. Auf Englisch. Ich glaube, es hat auch was... Oh, irgendwas war da. Irgendwas war da gerade an seinem Boot. Oh, shit! Haben wir gerade irgendwas blaue Makrele ist über Bord. Irgendwas war da und dann habe ich krass geschlingert. Das passiert also, wenn man ein bisschen später nach Hause kommt. Okay, also die Leuchtturmwärterin, der Bürgermeister und die Archivarin. Der Bürgermeister? Okay. Die alte Frau ist ich hier. Verkaufe erstmal. Solange ich hier den. Ach, guck mal, den können wir bei dem Typen im Kleinmarkt verkaufen. Ach, guck mal, ist ein Slot kaputt, weil ich Schaden genommen habe. So, haben wir das. Und das Darlehen 1,32, sorry. Ne? Wer zuerst? Die, ja. Was willst du? Weißt du was über Schiffswracks in der Gegend? Sie beäugt dich misstrauisch. Es gibt da diese Stelle auf der Rückseite von Großmarkt. Die Strömung spült viele Wracks dorthin. In manchen Nächten sieht man ein unnatürliches Leuchten, das aus den Tiefen des Wassers zu kommen scheint. Ich kann mir kaum vorstellen, was dort unten sein mag.
Wenn du also das suchst, was ich glaube, dann wäre es besser, du würdest umkehren. Okay. Und das wissen wir mittlerweile. Tja, weißt du denn was von seltsamen Vorfällen? Ich sehe von der Spitze des Leuchtturms aus jede Menge merkwürdiger Dinge. Manchmal frage ich mich, ob ich meinen eigenen Augen noch trauen kann. Sie hält die Laterne hoch und deutet dir direkt ins Gesicht. Bist das wirklich du, der hier vor mir steht? Oder ist das nur wieder ein Trick des Nebels? Okay. Tja. Also wir hätten sie jetzt nicht über, wir können sie natürlich auch immer noch fragen, wer da wohnt, weil klar, wir haben natürlich an sich, wir haben mit ihm schon eine Ahnung, haben wir natürlich trotzdem nicht. Aber trotzdem kurz mit der Architektin gesprochen. Du gehst auf eine Frau zu, die schweigend am Dock sitzt und ins Wasser starrt. Sie wendet sich dir zu. Wie ist es dort draußen? Heikel. Heikel? Okay. Auf jeden Fall besser als hier in dieser verdammten Stadt. Ich muss hier raus, vielleicht komme ich dann nicht zurück. Zurückzublicken ist ein Fehler, oder? Man muss immer nach vorn schauen, weitergehen. Ich kann nicht zurück. Sie blickte wieder gedankenverloren hinauf aufs Meer. Sag mal, wenn du ein paar Materialien auftragen könntest, würdest du mir dann helfen umzuziehen? Ich meine, richtig umziehen. Es gibt da eine Insel, von der ich gehört habe, Stahlspitz, liegt nördlich von hier. 2 Einheiten Holz und 2 Einheiten Metallschrott. Das ist alles, was ich brauche. Ich könnte mir dort draußen ein neues Haus bauen. Du dürftest mich auch besuchen. Aus 2 Einheiten Holz und 2 Metallschrott, der stelle ich mir gerade so vor, sorry. Nett? Wenn du was findest, dann bring die Sachen einfach nach Stahlspitz. Ich bezahle dich, wenn der Job erledigt ist. Gut. Die ganzen Aufgaben, ey. Ja, die macht man so nebenbei, glaube ich. Ja, ja, okay, wir reparieren gleich auch einmal. Da also, ist Stahlspitz. Und südlich ist dann der erste, das erste Relikt quasi, was wir bergen wollen. Ah ja, guck mal, also wir haben ja immer dann, die blauen sind quasi Sondersachen, ne? Bauholz, also Nebenquests, würde ich sagen. Genau. Und diese Farbe hier sagt mir schon irgendwie, dass es wichtig sein könnte. Ja. Was ist da? Sturmklippen, Sternbecken. Sind das die Sturmklippen dann? Die da gemeint sind? Weil es wird auch immer von den Klippen bei, hinter dieser Stadt gesagt, geredet. Aber auf jeden Fall, da scheint ja was zu sein. Dann können wir ja da mal hinfahren. Kurz reparieren, wie geht das? Das wurde ziemlich ramponiert. 30! Hey, hey, hey. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir mit der nächsten Tour dann auch Geld machen. Genau, unser Darlehen noch zurückgezahlt haben. Achso, ich will mal auszusehen, fast ablegen. Was passiert eigentlich, wenn ich ein bisschen. Ja, ich wollte ein bisschen früher losfahren, aber dann ist es vorbei. Na dann. Dann fahren wir jetzt einmal rum, links oder rechts rum. So, ich will jetzt auf jeden Fall rausfinden, Black Salt Games heißt der Entwickler, ich will sehen, wo der herkommt. Ah ja. Und ziemlich viele das sind. Das ist ah, sehe ich schon. Black Salt Games is a small indie studio from New Zealand. Natürlich. By a love of video games. Was sonst? Weißt du was, wir machen hier mal ein bisschen Fischen lieber auf dem Rückweg. Ist deswegen mein Neuseeländer so verliebt in das Spiel? Oh, da habe ich schon was gesehen. Da habe ich schon was gesehen. Oh, hier habe ich auch was gesehen. Oh, unser Wendekreis könnte auch noch ein bisschen. Okay, jetzt einmal Augen auf, Jenny. Wie funktioniert okay. Die Nummer hier? Zack. Achso, ich muss einfach das nur lang genug, glaube ich. Boah, ich bin immer. Ich weiß, was dein Fehler ist. Du musst den Kästen ausweichen. Ich muss sie treffen. Wie aus? Achso, ich muss dann. Ah! Ja. Ich wechsle. Die Spur, bevor der Kasten kommt. Oh, ich bin so doof. Ah! Nein, nein, komm doch schon! Was tust du? Nein, ich kann nein. Das nicht! Lass ruhig. Nein! Oh, ist das schwer. Ey, der Tag ist schon vorbei. What the fuck? Scheiße, wir haben nichts gemacht heute. Wir haben nichts gemacht, unser. Oh, jetzt fahr doch nicht so rum. Es passiert. Was ist denn da? Aber ich habe auch gedacht erst, dass du in die Lücken musst. Ja, aber ja. Dann habe ich es gecheckt, als ich gesehen habe, du hast immer zu früh gedrückt. Ist davor. Oh.
Und es ist das Boot kaputt gemacht und wir haben nichts bekommen, oder ja, was? Ja, das kann passieren. Aber, tja. Okay, aber merke, wenn du je länger... Okay, jetzt verstehe ich auch, warum es gut... Also, ich habe am Anfang immer mich gerade gefragt... Also, ich fange ja immer was quasi, ne? Es sei denn, ich bin komplett... Faile komplett. Aber quasi, je öfter ich grün treffe, desto schneller geht es ja, dann. Ja. Und dadurch spare ich quasi Zeit. Also, Zeit ist der Faktor und nicht, wie viel ich quasi fange. Ja. Boah, knappes Gut hier, ey. Ja, und wenn man halt dann zu wenig gewirtschaftet hat, eigentlich müssten wir jetzt auf dem Weg dahin wenigstens 2-3 Fische fangen, damit sich das lohnt. Was müssen wir jetzt machen? Ich fahre jetzt einfach mal um 5 los. Gucken, was passiert. Denn der frühe Fischer fischt den Wurm. So, dann machen wir die ganze Nummer einfach nochmal. Okay, wenn es so blinkt, dann sage ich natürlich nicht nein. Da war ich jetzt zu gierig. Ja. Aber, okay, ich dachte jetzt irgendwas. Okay, vielleicht Spezielles. Hättest du es sofort gefangen? Vielleicht, ja. Okay, ich fahre den gleichen Weg, weil ich hatte da erst schon auch was Blinkendes irgendwo. Schöne Musik, oder? Ja, ich bin super entspannt. Ich muss ja diesmal in diesem Let's Play nicht spielen. Okay, die Nummer mache ich jetzt aber nicht nochmal, weil die kostet mich im Zweifelsfall Zeit, die ich nicht habe. Gleich mal auf der Karte gucken, aber. Wo genau das hier sein. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Die Zeit läuft ja nicht. Das ist immer ganz. Das finde ich ganz fair. Eigentlich straight ahead, ne? Ja. Also hier irgendwo zwischen denen. Mhm, ich würde auch sagen, geradeaus. Ich fische erstmal nicht, weil ich will die Zeit sparen. Da, wo es. Da, wo so goldene. Da kommen doch so. Ja, da kommen doch so rote Dingerpunkte raus. Oh ja, das sieht auch sehr nach irgendwie Wrack aus, ne? Oh shit, die Nummer. Also ich muss ausweichen. Ja. Willst du? Ich weiß nicht mehr, auf welcher Taste X. Weichst du aus. X. Ich soll jetzt. Okay. Gut. Sorry, musst aber einmal reinkommen. Boah, vielen ist Dank. Gut. Kein Problem. Ich bin so. Wie so eine Katze. Ich guck dann auch so wie so eine Katze zu. Ja, ich kann das. Okay, dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen was mit und fahren zurück. Vielleicht können wir einmal außen rum jetzt. Können wir nochmal X drücken. So. Ich möchte tagsüber kein Licht. Aber du darfst doch auch Auto fahren mit Licht an. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ist... Ich glaube, man darf halt nicht drüber nachdenken, wann man drückt, man muss einfach drücken. Stark. Sehr gut, Josh. Das war kein Sarkasmus. Und Schmerz. Nicht zu nah an den Der Stein, ach, der summende Stein schon wieder. Gucken, was jetzt passiert. Okay. Ich versuch's nochmal mit Hand auflegen. Aber irgendeiner tut's bestimmt. Ja, oder was man braucht. Oder erst man braucht was. Erst was, ja. Boah, jetzt kurz auf die Zeit geguckt. Ich muss, glaube ich, ein bisschen was auslassen. Wir nehmen hier die Abkürzung durch den Teufels Canyon, okay? Ja. Ich nehme aber erst den nächsten Fisch nehme ich noch mit. Ah, das ist auch fies, ey, weil du... Okay, jetzt muss ich durchziehen. Ich weiß, wann es wechselt. Aber es dauert, ne? Wenn du ein bisschen failst, das siehst du, wie ist dir die Zeit quasi. Abkürzung. Also bist du ja jetzt schon im sicheren Hafenbecken, oder? Weiß ich nicht. Nach der Nebel kommt näher, oder? Schätze sein. Aber der Horror ist ja quasi das Nichtwissen in dem Fall, ne? Das ist ja echt das Fiese an der Nummer. Erstmal zum Fischhändler. Ich hab einen goldenen Schlüssel. Haben wir jetzt alles abbezahlt, ne? Nicht alle Fischwärme sind gleich. In manchen gibt's abnorme Exemplare. Manchmal deckt man sich schon von der Oberfläche aus. Ah ja, das ist das, was wir schon hatten. Ja. Der Bürgermeister geht schnell auf dich zu. Er scheint aufgeregt zu sein. Nee, gut aufgelegt zu sein. Sein Schritt ist federn, der wahrscheinlich wie ein Star ist, ne?
Es gibt gute Neuigkeiten. Ich habe dank deiner Bemühungen wächst Großmark weiter. Sicher werden bald unzählige Besucher in unsere wunderschöne Stadt kommen. Tatsächlich habe ich zugestimmt, dass die Schiffsbauerin ihre Werkstatt erweitern darf. Das alte Trockendock ist wieder funktionsfähig. Ich habe auch ein wenig Geld investiert, um die Dienste des Fischhändlers zu verbessern. Es wird sicher bald auf dich zukommen. Ja, sorry. Arbeite auch weiterhin so gut. Wir sind froh, dass du hier bist. Hey. Gar kein Trockendock. Problem. Können wir das gucken wir jetzt noch? Have a look. Das gucken wir uns noch an, ja. Das ist das Trockendock. Hier können wir deinem Boot ein paar prägnante Verbesserungen verpassen. Ich spreche von mehr Platz, mehr Befestigungspunkten für deine Ausrüstung und sogar einem besseren Rumpf. Für diese Projekte brauchen wir einen ordentlichen Vorrat an Material. Bauholz, Metallschrott, solche Sachen. Ja, das ist, was wir auch der Frau versprochen haben. Und wo gibt's das? An der Küste findet man jede Menge gutes Material. Vor allem die Schiffswracks sind eine Goldgrube. Das sind diese ganzen Planken, die wir immer sehen. Ja, das ist jetzt immer dein Job, das weißt du, ne? Ich bin sicher, du findest einen Weg, was zu besorgen. Materialien für Verbesserungen werden hier gelagert. Mach dir also keine Sorgen, wenn du erstmal nur die Hälfte hast. Hat das Spiel einen Accessibility-Modus? Weil das... Dieses Minispiel ist ja die sind ja beide sauschwer, wenn du nicht so schnell... Ich kann gleich mal einen Blick in die Optionen werfen, was ist da... Interessiert mich nur, weil... Also ich habe nur gesehen, es gibt einen Entspannt-Fischen-Modus. Okay, weil, ja, das ist ja ein Accessibility-Modus. Als ich die Musik vorhin so ein bisschen runtergedreht habe. Ganz kurz, den Schlüssel müssen wir dem Typen bringen, ja, ne? Ja, das ist einer, aber den müssen wir, ja. Naja, er nimmt da Platz. Ach, nee. Großen Schlüssel, siehst du? Achso, ich habe ihn... Ich sollte ihn bringen. Ich habe irgendwie so einen Haken. Genau, er nimmt Platz weg, aber ich würde ihn an eine Runde von Fischen hängen. Also wenn man die Fischen gehen oder so. Ja, das könnte ja aber der Plan sein. Dann nächste Runde bei ihm vorbeifahren, ein bisschen was einsammeln, ein bisschen Schrott sammeln und dann da das weitertreiben, oder? Liebe Leute, das war Folge Nummer 2 von Dredge. Wir sehen uns ganz hoffentlich dann zu Runde 3. Und wenn ihr noch nicht geliked habt, dann liked jetzt. Und wenn ihr Funfacts über Fischer hören wollt... Oder Wale, Säugetiere im Meer, was auch immer, dann schreibt unter diese Folge welche. Hashtag das können auch richtig ausgefallene sein. Hashtag fischige Fische mit Jenny. Und Josh. Bis dahin. Bye, bye.